Was geht, meine Freunde? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ellerbach. Jo, weiter geht's in Ellerbach. Ich möchte nochmal Feldfläche dazu kaufen. Da gehen wir mal kurz in Schlagkartei. Ich möchte jetzt eigentlich nur gern ein Feld dazu kaufen, wo wir ein bisschen Geld damit verdienen können. Die 109 haben wir schon. Kann man schauen, Sojabohnen. Wir haben, glaube ich, auch so gute Preise. Sojabohnen. Ja, sauber. Mit dem Getreide habe ich euch ja gesagt, ich habe kein Getreidelager am Hof. Mir wäre das Getreide direkt vom Feld verkaufen an den, der den besten Preis zahlt. Mir wäre nur das zurückhalten, was wir brauchen zum Getreideschrot malen für die Kühe. Ja, das lagern wir dann einfach da in der Halle da ein. Ich habe den Mod überall abladen mit draufgenommen. Ich hoffe auch, dass ich den da drin abladen kann, das Getreide. Dann lagern wir es da drin, schön überdacht. Und ja, Balle würde ich sagen, lagern wir da drin. Und wenn wir noch anderes Getreide oder irgendwas haben, könnten wir es auch noch da drin lagern. Aber ich möchte eigentlich alles. Ich habe ja gesagt letztes Mal, ich baue auf der Ellerbach nichts. Wir werden uns einfach deine Gegebenheiten anpassen. Wenn es kein Getreidelager gibt, dann wird es eben direkt vom Feld aus verkauft an die Stelle, an die Verkaufsstelle, die am meisten bietet. Also gerade schaue, blendet das jetzt gerade mit der Sonne, weil gerade Sonne so reinscheint. Ich habe zwar den Roller unter. Nee, das müsste eigentlich passen. Weil vielmal habe ich das Problem, hat die Kamera, wo die Bedienungen anzeigt, also die da. Die fängt dann immer so an flackern, aber ich glaube, das geht jetzt gerade noch. Okay, ja, Felder. Ich will mich jetzt da wieder vom Thema, will jetzt heute wieder vom Thema abkommen. Da waren doch jetzt gerade die beiden Soja, was war das? Sojabohnenfelder. Wo war das? Die da. Wieso zeigt es mir die jetzt nicht mehr an? Sojabohnen, habe ich die aus Versehen ausgeschaltet? Soja. Ja, genau. Da würde ich sagen, komm, dann nehmen wir die 124 dazu. Allerdings wird mir das Geld jetzt nicht mehr reichen. Ich möchte nämlich nur, Problem ist, die 88 ist abgeerntet. Ich dachte, da steht Gerste drauf. Nee, abgeerntet. Jetzt haben wir nur noch ein Feld mit Gerste. Und ich weiß nicht, ob mir das kleine Feld mit Stroh über den Winter reicht. Da oben gibt es nur ein Feld bei der Biogasanlage, auch mit Gerste. Da bin ich jetzt am Überlegen, soll ich das dazu pachten oder soll ich es gleich kaufen? Würde man die Biogasanlage später dazu nehmen, könnte ich das Feld behalten und könnte dann da Mais drauf machen oder sonst irgendwas. Weil das habe ich euch ja letztes Mal gesagt, wenn uns die Güllebehälter nicht reichen von der Kapazität her, da zeigt es mir an. Das zeigt mir nämlich nicht an, wie viel Gülle das reinpasst. Viele zeigen es auch an, 200.000, 300.000. Da weiß ich jetzt nicht, was da reinpasst in die Grube. Wenn ich sehe, dass die Grube voll ist und wird keine Gülle mehr produziert, würde ich die Biogasanlage kaufen und würde die Gülle in der Biogasanlage vergären. Weil das ist eigentlich auch wieder Geld, was uns verloren geht. Und das möchte ich eigentlich nicht. Soll immer ständig Gülle produziert werden, wenn die Grube voll ist, geht das ab an Biogasanlage, dann kommen halt nur 50% Gärreste raus, aber trotzdem dafür kriegen wir dann Geld. Ja, ich möchte kein kein Cent durch Lappe gehen lassen. Nee, aber ja, das macht einfach Spaß. Schaue, dass alles immer läuft und so. Und ich denke, oh ja, wenn Grube voll ist, scheißegal, dann ist sie halt voll, dann wird da keine Gülle produziert. Nee, da denke ich immer ein bisschen, da denke ich immer ein bisschen weiter. Genau, da bin ich jetzt am Überlegen, sollen wir das dazu pachten, das Feld? Da war das jetzt mal 33. Kartenübersicht. 33, genau. Kaufen. Da kommt dann nochmal. Halt. Pachten. Ah ja, halt. Das ist ja, was war das? Der Mod. Genau. Pachten. Das war Feld 24. Genau. Zurück. Feld 24. Das da. Normalerweise kann man das auch. Ja, genau. Ah ja, okay. Ihr könnt eigentlich auch jetzt immer den Felder Pachten Mod nehmen. Und braucht nicht mehr in die Übersicht. Ihr könnt also da Felder pachten oder auch kaufen. Ah, das finde ich ja super. Dann weiß ich, dass ich jetzt immer, wenn ich was kaufe oder so, immer über Felder pachten reingehe. Dann brauche ich jetzt, immer dran denken, ah, das pachte oder nicht pachte. Ihr habt ja gerade gesehen, wenn ich jetzt da drauf gehe, auf Land,
kann ich nur kaufen. Gehe ich da drauf, kann ich kaufen und pachten. Von dem her, ja, machen wir es gleich so, dass man immer da jetzt Felder pachtet oder kauft. Die 24, was kostet die einmalig Pacht? 6.812 Euro, Pacht pro Tag 681 Euro. Ja, es ist viel Geld, aber ich denke jetzt so, reicht uns Strohballe über den Winter nicht? Muss ich Strohballe dazu kaufen? Ein Strohballe kostet auch gleich 400-500 Euro. Ja, na komm, wir pachtet's. Wir können es dann später auch Pacht zurückgeben und dann kaufen oder Pacht ganz zurückgeben, wenn wir wissen, dass Biogasanlage mit dazukommt. Komm, wir pachtet's. Ja. Da sehen wir auch mal, ob der Mod funktioniert oder wie oder was oder wo oder wenn. Nee, das pachten wir jetzt. Und das andere Feld, zack, die Boni. Ja gut, das Problem ist es in dem Mod, du siehst, was du für Felder kaufen möchtest. Die 124 pachten wir mal. Uns leicht halt Geld nicht. Da müssten wir halt jetzt einen Kredit aufnehmen. Mal gerade schauen, was kostet das Feld. Ja, und dann ist es nur 28% teurer. Ja, aber ich möchte irgendwas nur, wo mir Geld bringt. Ich brauche irgendwas vor allem, ja, irgendwas mit Sojabohnen. Die bringen richtig Zaster. Die 135, auch teurer. Die 85, jetzt schaue ich da mal noch kurz, was die kostet. Die ist günstiger, 12,5%. 40.646 Euro. Komm, die kaufen wir. Ich glaube, das Geld müsste noch reichen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ups, möchtest du dieses Land kaufen? Ja. Ja. Hat's, glaub, gekauft. Genau. Gehen wir noch kurz Precision Farming. Wo war jetzt das Feld? Das da. Bodenwerte kaufen. Zack, die Boni. Ja, 14.632 Euro. Müssen wir mal gucken. Ansonsten müssen wir halt einfach einen Kredit aufnehmen. Wir können ja dann auch wieder Schulden tilgen. Also, das ist das Problem. Der Kredit läuft zwar über die Zeit, wo ich eingib, aber wenn mir immer Schulden tilgt, dann wird auch der Kredit und Kreditzinsen weniger. Von dem her passt es eigentlich ganz gut. Okay, dann hängen wir den Kollege da ab. Schwader, oh ja, Schwader. Wir haben gar keinen Schwader, Leute. Kurz Track IR einstellen. Habe ich nicht vergessen. Jedes Mal komme ich auf F11. Habe ich nicht vergessen. Einer hat geschrieben, er möchte gerne mal die Einstellung von meinem Track IR sehen. Allerdings weiß ich auch nicht alle Einstellungen. Ich habe nur die wichtigsten Einstellungen gemacht, aber es wird bekommen. Weil ich habe mir jetzt so eine kleine Notizliste gemacht. Da gibt es ja bei Windows das, so eine App, die heißt Notiz. Das ist so ein Haken als Symbol. Da habe ich alles aufgeschrieben, was ich für den Landwirtschaftssimulator noch machen muss. Zum Beispiel Top 10 Maps habe ich, hätte ich auch Lust, genau, Top 10 Maps hätte ich auch Lust zu machen, dass ich euch meine 10 schönsten Maps zeige im LS24, 22. Und ja, jetzt muss ich mal schauen. Klar, das kostet mich natürlich auch wieder Arbeit. So, select, der ist so, ja doch, passt. Kostet mich auch wieder Arbeit, aber da bin ich gerade am überlegen, ob ich das machen soll. Das kann man schauen, das herzoomen. Nee, das muss man mal schauen, die funktioniert wieder da die Futterübersicht mit dem Lenkrad und das herzoomen. Gerade mit der Sport Live, dass ich herzoomen kann, kurz herzoomen oder herzoomen und dann herzoomen bleiben. Muss ich mal schauen, irgendwo liegt es im Logitech-Ordner. Irgendwo das Problem. Okay, Schwader, Leute, wir brauchen Schwader. Mal kurz schauen. Ich wäre eigentlich für den Tarup. Wie heißt er? Doch, Tarup heißt er, glaube ich. Schwader, genau der da. Tarup, wo bist du? Der da, Tarup, genau. Den lassen wir Standard 16 km/h. Reifevariante. Gibt's, ah ja, Breitreife, gut. Passt immer. Breitreife ist immer cool. BKT, oh. Die sehen auch schön schlecht aus. Standard. Ne, komm, nehmen wir BKT, ein bisschen grobschuldigeres Profil. Sieht immer gut aus. Der kostet 14.000. Oh, Leute, dann haben wir gerade 632 Euro auf dem Konto. Komm, ja, egal, den kaufen wir, den brauchen wir immer wieder. Wenn man es minus rutscht.
Ja, ich gerade überlege, sind die Felder schon reif? Jetzt schauen wir gerade mal. Wir haben nämlich nur Getreidefelder. Wenn die reif wären, lass es drauf ankommen. Rutsch schon mal ins Minus. Können wir aber nichts kaufen. Gehen wir da kurz rein. Felder. Normalerweise die 42. Der Weizen müsste auch reif sein. Hä, wieso kommt mir jetzt das Feld immer neu? Habe ich doch pachtet? Hallo? Ja gut, das kann ich eh nicht mehr kaufen. Jetzt habe ich kein Geld. Doch, dann müssen wir einen Kredit aufnehmen. Das machen wir aber gleich. Kredit aufnehmen. Was nehmen wir auf? 1 Million Euro? Oder 500.000? Na komm, 1 Million Euro. Nee, halt 875.675 ist das höchste. Ja, dann nehmen wir das auf. Zinsen. Zeitraum. Machen wir über 15 Jahre. Kredit abschließen. Zack, die Bohne. Monatliche Rückzahlung 6.335 Euro. Zeitraum sind 18 Monate. Okay. Restlaufzeit 18. Restbetrag. Ja, wir können die immer Sondertilgungen machen. Da muss ich aber gerade mal schauen, lässt sich da ein Betrag eingeben? Nicht, dass ich... Ja, okay, doch, das passt. Zurück. Ja, passt, okay. Habe ich aber vorher mal ausprobiert. Dann nehmen wir den Knarrhubschwader mit drauf auf Party. Also, halt, habe ich den jetzt schon gekauft? Ja, habe ich. Okay, passt. Dann nehmen wir aber gerade das Feld, das 24 Auto zu, dass das noch abgeerntet ist irgendwann. Weil ich habe kein... Bock zum noch Stroh zu kaufen. Das ist Feld 24. Hä? 24 ist weg. Ist da drin. Aber das zeigt es mir jetzt gerade in gar keine blaue Zahl an. Oder ist das, zeigt es da einem allgemein keine blaue Zahl an? Normalerweise müsste da jetzt auch eine blaue Zahl sein, dass ich das pachtet habe. Aber da ist keine blaue Zahl. Müssen wir nachher schauen, ob wir das dreschen können. Ansonsten liegt der Mod gleich wieder runter. Pacht auch. Nee, es ist pachtet. Letztes Mal, wo war das? Auf der. Wo war ich letztes Mal? Ja, ich hab's da ausprobiert. Letztes Mal hat funktioniert. Da war. Das pachtete Feld hat auch eine blaue Zahl gehabt. Nee, es hat keine blaue Zahl. Oder muss das erst noch laden, dass es erst nach einer bestimmten Zeit kommt? Kann ich euch jetzt nicht sagen. Müssen wir abwarten. Das sehen wir dann nach, wenn wir runter. Aber Leute, jetzt müssen wir ein bisschen Hackergas geben. Wir haben nämlich nur noch morgen Zeit zum Ernten. Sind zwei Felder reif? Nee, halt. Sogar drei Felder sind es, glaube ich. Ja, da müssen wir jetzt Vollgas geben. Zu den Projekten habe ich euch ja die Umfrage gemacht. Ich war jetzt erstmal bei den Little Farmer Projekten spielen bis Folge 20. Also jetzt mal erst Ellerbach bis Folge 20, dann Galgeberg bis Folge 20. Und dann kriegt ihr die Umfrage. Galgeberg, Ellerbach, was weiterlaufen soll als Little Farmer Projekt. Und in der Zeit spiele ich dann die anderen drei Projekte weiter. Big Farmer, also Grumbach, Ostseeküste oder die Oflum. Und dann könnt ihr dort entscheiden, was weiterlaufen soll als Big Farmer Projekt. Wo fahre ich denn hin? Bin ich da eigentlich auf der richtigen Fährte oder fahre ich da jetzt irgendeinen Stuss zusammen? Ah, da sind wir jetzt beim Hof Kneisel, beim Yogi. Ah, machen wir noch kurz einen Abstecher zum Yogi. Drehen wir bei ihm mal einfach mal kurz im Hof um. Jo. Sagen wir beim Yogi mal kurz Hallo, grüß dich. Einmal mal kurz umdrehen. Mal kurz Hallo sagen und dann geht's wieder zurück an den Shop. Ah, Leute, wenn man quatscht und sich dann komplett vergisst, aber das ist halt wieder ein. Jedes Mal, wenn ich OBS Studio eingeschaltet habe, ruckelt's. Da kamen jetzt schon ein paar Updates und hat sich bis jetzt geändert und es ist schon wieder ein neues Update gekommen. Vorhin habe ich schon wieder eine Anzeige gekriegt vom Update. Aber da warte ich jetzt mal ab mit dem Wilson 1489. Der macht da immer Videos drüber, über die aktuellen Updates. Ob die Probleme machen oder ob man sie ohne Probleme runterladen kann. Natürlich auch wieder ohne Gewehr. Es hilft mir eigentlich immer sehr, gerade beim Runterladen von den Updates bei OBS Studio. Jo, der Weg an Shop war umsonst. Ich dachte jetzt, ich habe die Filiallieferung deaktiviert, habe es dann vergessen, habe sie aber jetzt deaktiviert. Ich möchte, dass die Sache jetzt wieder am Shop spawnet, dass ich es dort auch holen muss. Ja, Filiallieferung habe ich eigentlich jetzt nur genommen gehabt zum
Maschinenpark einrichten. Dass man ein bisschen Fahrerei kriegt. Ja, passt super. Okay, ab ans Feld. Dann legen wir dort los, Lenden und Spade. Ankommen, reinfahren und gleich da erstmal die Bahn einmal vorgewendet, dass man das am Rand wegkennt. Ich muss auch erst ein Stück reinfahren, dass ich schwader am Zaun hängen bleib. Ne, ich muss ein bisschen zurückschossen. Kann man am ja, Leute, das ist schon wieder das, was mich ein bisschen stört. Kann man denn an den Schwadern zu Out die Lenkachse deaktivieren? Das ist doch normalerweise Komma. Zeigt es mir das da an. Schwader Senke aufklappe. Kurz Komma drücke vielleicht. Jetzt deaktiviert es sich ja, dann gleich, wenn die Achse gerade gestellt wird. Nee. Schreibt mir mal in die Kommentare, normalerweise schon an der Hänger kann sie auch, aber bei vielen Hänger steht es dann dabei, welche Tastenbelegung Schwader Lenkachse deaktiviere ist. Weil das ist echt lästig zum Zurückfahren, wenn der immer in eine andere Richtung lenkt. Klar, du musst zwar ganz langsam zurückfahren, wenn du merkst, jetzt schlägt er wieder ein, gleich wieder gerade. Aber wenn da einmal schräg kommt, dann hast du verloren. Zum Beispiel jetzt. Nee, halt jetzt. Doch, jetzt. Ich dachte jetzt gerade, jetzt hat er Lenkachse. Doch. Ja, du musst halt langsam fahren. Dann gleich wieder gerade stellen. Ja, doch, dann geht's schon. Aber es muss bestimmt eine Funktion geben für die Schwader und auch andere Sachen. Dass man die Achse deaktiviere oder halt ja, Lenkachse deaktivieren kann. Ja, würde mich freuen, wenn es von euch einer mir da einen Tipp geben kann. Ihr könnt auch gern alles in Kommentare, alles rein in Kommentare schreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich möchte euch auf dem Projekt ein bisschen mitnehmen, dass ihr mir da Tipps gebt, Tricks, einfach irgendein lustige Kommentar reinschreiben oder irgendein Blödsinn. Da wird auch, es steigert auch meinen Algorithmus oder ja, das bringt auch meinen Algorithmus ein bisschen voran. Seit ich die neue Thumbnails mache, muss ich feststellen, dass ich viel mehr Aufrufe habe wie vorher. Teilweise, also seit den neuen Thumbnails habe ich auf meine Videos, auf jedes Video über 100 Aufrufe. Es war, glaube ein oder zwei Ausreißer dabei, aber das ist ganz normal, dass es mal welche Videos gibt, die nicht so toll performant, aber sonst wirklich für jedes Video über 100 Aufrufe. Vielen Dank an euch, dass ihr so gern meine Videos schaut. Und auch die Zuschauerbindung ist wirklich gut. Also für den Gaming-Bereich ist die Zuschauerbindung wirklich super. Also die liegt ja teilweise bei mir bei 20, teilweise über 20%, und das ist im Gaming-Bereich sehr gut. Und das freut mich. Klar, umso mehr Leute das anschaut, umso weiter wird auch die Zuschauerbindung sinken. Aber trotzdem, das freut mich, dass ihr meine Videos so anschaut. Und das motiviert mich auch. Das motiviert mich auch sehr. Okay, dann schauen wir mal. Nimmt da den Kollege da an auch. Das grast er auch gerade mit. Kann ich aber gerade nochmal zurückstoßen, wenn ich zu weit Richtung Zaun gefahren bin. Das schaut mich doch ein bisschen an dem IHC, der hat das sehr schlechte oder einen sehr schwachen Lenkeinschlag. Da muss ich mal schauen, wie ich das noch mache. Mal schauen, ob man da uns vielleicht einen anrollt. Allerdings habe ich jetzt gerade das Geld nicht dazu. Und ich werde jetzt auch irgendeinen anderen Schlepper einfach nie auf der Hofstelle. Das, was man jetzt als Fuhrpark kennt, das werden wir jetzt so behalten. Und dann eben schauen, das Beste daraus machen. Ich möchte aber gerade schauen, ich würde jetzt auch gerne noch das
Zeug da im... Er schiebt wieder mit der Vorderachse weg. Ach, das nimmt er dazu. Ah ja, super. Doch, super, das nimmt er dazu. Dann fahren wir gleich da wieder drauf. Ja, jetzt haben wir schön... ein schönes... Schwad im Außengewände. Im Vorderaußengewände, genau. Im Außengewände, im Vorgewände. Fahren wir zurück. Normal macht man das nicht übers Futterfahren. Aber ja. Es ist nur ein Spiel. Da darf man mal ein bisschen was machen. Das ist 100% dem Realismus entspricht. Genau, habe ich euch vorher gesagt. Wir werden jetzt erstmal Little Farmer, die beiden Projekte, fertig spielen. Also jetzt mal als erstes Ellerbach bis Folge 20. Danach Galgeberg. Galgeberg sind wir jetzt, glaube ich, bei Folge, gerade überlegt, glaube 12, 13, so irgendwas. Dann spielen wir die bis Folge 20. Und dann bringe ich euch bei Little Farmer die Umfrage, wo es weitergeht. Projekt Little Farmer, Galgeberg, Ellerbach. Aber da kann ich mir jetzt schon vorstellen, was ihr abstimmt. Und dann geht's in der Zeit geht's dann weiter mit der anderen Projekt. Ich hoffe jetzt, dass Internet einigermaßen funktioniert. Ja, ich habe jetzt halt auch wieder einige Videos hochladen können, glaube 3 Stück. Ja, dann geht's voran. Dann schaue ich, dass es jetzt wieder jeden zweiten Tag regelmäßig Videos gibt. Und wenn das nicht klappt, dann gibt es halt einfach nur mal einfach wieder einen Community-Beitrag. Da kann ich euch immer schön auf dem Laufenden halten. Ja, das finde ich super, dass das jetzt bei mir auch funktioniert. Oder wenn irgendwas ist, kann ich euch einfach kurz einen Beitrag schreiben, dann wisst ihr, wo ihr dran seid. Das finde ich klasse, dass das bei mir jetzt auch funktioniert. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, mir schwadet. Ja, komm, ich nehme euch beim nächsten Video. Könnten wir mal eine komplette Folge Timelapse machen vom Schwadet? Ja, das überlege ich mir. Ja, das überlege ich mir. Vielleicht gibt es die nächste Folge komplett Timelapse im Schwadet. Ja, schauen wir mal. Okay, meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, like it, vergesst, abonniert doch gerne meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.